Ja, weil vorher im Vortrag von Uwe Wirth sind schon sehr viele wichtige theoretische Bezugspunkte auch genannt worden. Einen möchte ich hier auch noch einbringen, nämlich Henri Bergson, der ja den Karlauer im Gegensatz zu Jelinek eigentlich eher als die minderwertigste Form des Wortspiels sieht. Und Herr Lüchtern, Sie haben vor ein paar Jahren haben Sie eine Rezension geschrieben zu einer Neuauflage von diesem Buch, Das Lachen. Und haben an sich diesen Ansatz auch sehr gelobt, aber gerade in Bezug auf die Sprachkomik haben Sie sich auch durchaus kritisch geäußert. Was finden Sie jetzt quasi das Problematische an diesem Ansatz der Sprachkomik und wo liegen die Vorzüge? Ich finde gar nichts mehr problematisch an der Sprachkomik. Also ich würde sogar, um jetzt das aufzugreifen, ich bin mir gar nicht sicher, ob zum Beispiel, wenn man Karlauer für etwas Tieferes nimmt, ob das nicht in Wirklichkeit Karlauer-Missbrauch ist. Weil das Schöne am Karlauer ist ja genau das, dass er irgendwie sozusagen, wenn man so will, insofern subversiv ist, als er irgendwie den höheren Ernst unterläuft und sich in gewisser Weise selbst verzehrt, rückstandslos übrig bleibt. Nicht? Also ich finde dieses Isolde-Beispiel, also mir ist das gut genug. Ich brauche da nicht mehr Tiefsinn. Ja. Also ich finde das eigentlich ganz angenehm, dass es dieses Mittel gibt. Es gibt also gerade im akademischen Bereich ist das ja immer ein ganz probates Mittel, um sozusagen den institutionellen Ernst zu unterwandern. Es gibt einen gottvollen Robert Gernhardt, Karlau, wenn Sie wollen, das ist vielleicht auch einfach ein Reim, den kann man immer gut anbringen. Mein Gott, ist das beziehungsreich? Ich glaube, ich übergebe mich gleich. Also damit können Sie quasi sozusagen jede poststrukturalistisch hochgetürmte akademische Diskussion unterlaufen. Bergson hat mich eigentlich in interessierenden Zusammenhang mit Buster Keaton. Was mir Bergson verdächtig ist, das ist sozusagen, er sagt ja, das Komischste oder Komik entsteht dann, wenn Menschen mechanisch werden. Ja? Dann lachen wir darüber und sozusagen dieses Lachen hat eine soziale Funktion und die muss, also sozusagen, der Mensch muss quasi wieder locker gemacht werden, damit er wieder richtig funktioniert, wenn man so will. Und in dem Moment, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ahistorisch betrachtet, aber da ist jetzt Bergson fast verdächtig anschlussfähig an den Neoliberalismus. Ja? Also wir müssen uns wieder locker lachen, damit wir wieder irgendwie funktionieren. Und mein Gegenbeispiel wäre eben Buster Keaton, der das Rare, also das ist ja sehr schön rausgekommen, dass Humor meistens was Aggressives hat. Ja? Also irgendwer, ein wunderbares, weil es zuerst irgendwie auch das Thema war, sozusagen Subversion und Lachen auf Kosten von jemandem, sagt man ja, das kann man jetzt aber nicht irgendwie, ja, das geht jetzt aber, das ist ja sehr, sehr ambivalent, nicht? Also Parodie können sich gegen Politiker, gegen Herrschende richten, aber auf eine ganz andere, man kann zum Beispiel Behinderte nachmachen. Das ist eine Form von aggressiver Parodie, die jetzt nun wirklich nichts Emanzipatorisches hat. Ich fand das auch sehr wichtig, auf den Unterschied zwischen Emanzipation und Subversion hinzuweisen. Und da gibt es diesen wunderbaren Cartoon von F.K. Wächter, wo ein Hirsch dort sitzt mit einem Buch und auf dem Buch steht oben Witze auf Kosten von Hirschen. Und der Hirsch sitzt ganz verkniffen da. Also sozusagen, das ist schon wieder ein sehr guter Witz über den überzogenen Potenzial von Subversion, die man dem Witz zuschreibt. Und ich habe mich jetzt quasi, Entschuldigung, selbst unterbrochen, um noch auf den Eigenart von Buster Keaton zurückzukommen. Es gibt natürlich in den frühen Filmen, Kurzfilmen auch recht aggressive oder auch autoaggressive Witze von Buster Keaton, aber das ganz Spezifische und Eigenartige an Buster Keaton ist, dass wir, und das ist sozusagen eigentlich das Gegenteil zu den Laurel und Hardy Slapstick, nicht? Also der funktioniert über Destruktion, ja? Das geht dann, bis alles nicht kurz und klein geschlagen ist, sind die auch nicht zufrieden. Am Schluss ist das Auto hin, am Schluss ist das Haus zerstört, und das ist der Witz. Bei Buster Keaton lachen wir darüber, dass etwas gelingt.
also vor allem in den Landwirten, also auf eine vollkommen überraschende Weise, der Virtuos sitzt da auf dem Kuhfänger von der U-Bahn, es liegt ein Balken irgendwie quer drüber über die Gleise und den Balken, den er in der Hand hat, verwendet er dazu, um per Hebelwirkung den anderen Balken von den Gleisen zu schlagen, minus mal minus gibt plus, und er kann also im General mit der Lok weiterfahren. Ja, Entschuldigung. Subversivität durch Quatschen. Ja, vielleicht möchte ich da auch noch mal kurz anschließen bei den Traditionen, was wir auch im Vorfeld immer sehr intensiv diskutiert haben, waren sozusagen verschiedene Gattungen, also Travestie, Komödie, Satire, und da würde mich jetzt eben auch im Hinblick jetzt auf die gegenwärtige und auf die neuere österreichische Literatur interessieren, wie werden diese Genres, diese Gattungen aufgegriffen, wie werden sie transformiert und welche dynamischen Effekte lassen sich auch daraus erzielen? Weil sie mit dem Dekouvrieren und dem Clandestinen ja auch darüber gesprochen haben. Es ist bei ihr ja gekoppelt. Ja? Und ich zum Beispiel, eines meiner Lieblingsstücke, wenn ich das so sagen darf, ist Krankheit oder moderne Frauen, das viel zu wenig gespielt wird, das ich jetzt hier sagen möchte, wo sie die Verhältnisse vollkommen auf den Kopf stellt und das auch über die Sprache macht. Also diese Mircalla, diese Vampirin wird zur Camilla. Und diese Vampirin stellt auch die Geschlechterverhältnisse auf den Kopf, die biologistische Sichtweisen, indem diese Mircalla dann sagt, eben es geht um ihr Begehren und nicht mehr ums Gebären. Und auf dieser Ebene, dieser Anagramme, dieser Wortwitze, tun sich aber ganz tiefe Schichten auf. Und ich kann mich noch, sage ich jetzt als Theaterwissenschaftlerin auch, an eine Inszenierung erinnern von Pete Prescher, das war Anfang der 90er Jahre im Volkstheater, dass da doch eine große Aufbruchstimmung in diesem Haus herrschte, wie ich mir erlauben darf zu sagen, wo dann zum Beispiel als Bühnenbild war nur so eine Hautschicht gezeigt. Also es ging nur sozusagen um einen Quadratmillimeter menschlicher Haut, auf dem wurde gespielt. Und es wurde sozusagen dieses Verständnis von der Mensch als biologisches Wesen, der Mensch als Körper, die Frau als Körper der Fortpflanzung über die Sprache vollkommen auf den Kopf gestellt. Und in dieser Unverhältnismäßigkeit, ja, in dieser Diskrepanz hat sich hier nicht nur für mich am Text, sondern auch in dieser gelungenen Inszenierung eine Art von subversiver Komik gezeigt, die wirklich ja, eine Art Aufbruch bedeutete. Wie das heute fortgesetzt wird, irgendwie habe ich so das Gefühl, wir müssen konkret reden. Ja. Natürlich wird es in irgendeiner Weise fortgesetzt, aber
eine Autorin oder ein Autor, der auch eine gewisse Linie verfolgt und der sich auch entwickelt, muss auch zu einer eigenen Handschrift finden. Ja? Und das lässt sich jetzt einfach aus meiner Sicht nicht so verallgemeinernd beantworten. Kann man auch gar nicht. Oder können Sie es? So gut bin ich nicht informiert. Gegenwärtige österreichische Literaturszene. Ich lese schon ziemlich viel, aber ich muss ja sagen, Sie haben ganz deutlich das einmalige Vermittlungsmittel hervorgehoben und ich schaue mich um und finde keinen oder keine, die in dieser Richtung so aktiv arbeitet. Das finde ich eine gründliche. Ja, einen Aspekt, den ich da noch auch ergänzend einbringen möchte, ist sozusagen die komisch-sukzessive Funktion des Dialekts, also bei Jelinek hätten wir das im ihrem Text Burgtheater, aber natürlich auch ganz zentral in ihren Arbeiten, also wie lassen sich diese Komik erzeugenden Verfahren des Dialekts mir beschreiben, sind das sozusagen Verfahren der Verfremdung, Abstraktion, wie könnte man das genau beschreiben? Ja, es ist vielleicht das Bekannte auf eine Weise auszudrücken, dass es irritiert. Ne? Also ich denke jetzt an so eine Sache, ich habe ein Gedicht geschrieben, das heißt Blumenstück. Das hat die Kronenzeitung einmal widerrechtlich abgedruckt, und zwar genau am Tag der Blume. Und das beginnt, die Nelke scheißt auf den Rasen, die Hyazinthe onaniert zwischen den Fingern des Fräuleins und bekleckert sie bis in den Ärmel hinein. Und das, also jede Blume kriegt eine ganz bestimmte negative Beschäftigung sozusagen. Das ist eines von den Sachen, die bewusst als Provokation natürlich geschrieben sind. Und die Provokation besteht dann darin, dass es eigentlich nicht einmal übertrifft, das, was im täglichen Leben gesprochen wird, sondern es nur sozusagen in einen lyrischen Kontext stellt. Ich habe dann. Das war eine Schweinerei von der Kronenzeitung, wie so viele Schweinereien von dieser Zeitung, dass meine Adresse angegeben wurde. Und ich habe dann einen ganzen Stapel Briefe und Karten bekommen, die unglaublich waren, dass jemand, der sowas schreibt, ein Saujud sein muss. Und ich bin der Vertreter der Kleinschreibung, dass mir die Finger zerquetscht werden müssen für die Kleinschreibung. Und Frauen haben mir Karten, Nummernkarten geschrieben, die harmlos, wo mein Gedicht relativ harmlos ist. Also man kann schon da irgendwas provozieren, aber es hängt immer davon ab, wen es trifft. Ne? Also in einem In-Christ spielt es dann, erzeugt das Vergnügen und beim anderen unheimlichen Ärger. Also ich glaube, dass solche Meinungen über Geschriebenes, die sehr stark individuellen Charakter oder eben soziologischen Charakter haben.